Ja, herzlich willkommen zur zweigeteilten Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Die Partie endete mit einem 1:0-Sieg für Holstein Kiel. Ich übergebe das Wort damit auch schon an unsere Gäste aus Düsseldorf. Vielen Dank, Steffen. Ein wahnsinniges Ende dieses Spiels. Christian Preußer, unser Trainer, ist hier für die Statements nach dieser Partie. Was ist dein Fazit? Ja, muss ganz ehrlich sagen, heute fällt es mir wirklich schwer, weil das zum Schluss nochmal ein richtiger Nackenschlag gewesen ist. Wenn ich es chronologisch mache, finde ich, dass wir eine gute erste Halbzeit gespielt haben, haben gute Möglichkeiten, auch in Führung zu gehen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir früh pressen, das ist uns gelungen. Wir haben uns vorgenommen, dass wir Balleroberung haben, das ist uns gelungen. Ein bisschen geht uns gerade noch ab, der Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte, wo die Bälle noch zu leicht weggehen und wir dann nicht so richtig Spielkontrolle bekommen, aber der Fokus lag auf der Defensive, das war ordentlich. Zweite Halbzeit ist ein bisschen weniger geworden von uns. Da haben wir auch körperlich den einen oder anderen Wechsel machen müssen. Das hat man ein bisschen gemerkt auch, aber trotzdem haben die Jungs gefightet. Ich bin mit der Einstellung zufrieden, ich bin mit der Herangehensweise zufrieden, aber das Ergebnis ist dann natürlich wirklich schwer zu ertragen mit einem Traumtor zum Schluss außerhalb vom 16er, der dann unter die Latte geht oder Pfosten und dann rein und dann fahren wir jetzt wieder mit der Niederlage nach Hause. Ich habe die Dinge gesehen, die wir besprochen haben und das fällt jetzt wirklich wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Tage schwer, aber es gibt keine Alternative zu Ärmel hochkrempeln und weitermachen und das werden wir dann ab nächste Woche wieder angehen. Ja, dann haben die Kollegen die Möglichkeit, über das virtuelle Handzeichen sich hier reinzuschalten. Sebastian Hochreiner von der Bild Düsseldorf ist der Erste. Hallo in die Runde. Herr Preußer, wir haben Sie bisher als sehr optimistischen Trainer erlebt. Nach so einem Erlebnis wie heute, wo man ja eigentlich gut gespielt hat und dann am Ende wieder so einen Nackenschlag bekommt, wie schwer ist es da wirklich dann noch optimistisch zu bleiben? Ja, aus meiner Erfahrung dauert das ein, zwei Tage und dann geht es ja irgendwann in die nächste Trainingswoche und dann geht es weiter und dann kommt das natürlich auch wieder. Aber ich muss schon sagen, dass es jetzt sehr kurzfristig sehr enttäuschend ist. Stimmungslage in der Kabine, können Sie sich vorstellen, wie die ist. Und weil wir einfach sehr, sehr viel investiert haben und wieder ohne was dastehen. Aber nee, im Trainerleben kommt das häufiger vor und das kommt dann sehr, sehr schnell auch wieder zurück. Aber jetzt muss man schon sagen, ist frustrierend. Dann haben wir Patrick Scherer für den Express Düsseldorf. Hallo Herr Preußer. Ich muss sagen, ich fand auch das Spiel deutlich verbessert im Gegensatz zu anderen Auftritten, zum Beispiel in Rostock oder Dresden, die wir diese Saison schon gesehen haben. Trotzdem hat am Ende wieder die Durchschlagskraft so gefehlt. Ja? Man hatte viele Flanken wieder, man hatte einige Situationen um den Strafraum, wo dann auch der Abschluss nicht kam. Oder man hatte auch die Abschlüsse von Robert Poschetik in der ersten Halbzeit. Was können Sie Ihrer Mannschaft vorwerfen, warum es dann jetzt hier doch wieder mit einer Niederlage nach Hause geht? Ja, Sie haben es richtig beschrieben, dass dann der letzte Pass oder die letzte Flanke einfach zu früh kommt. Das wirkt dann manchmal ein bisschen hektisch und gar nicht so organisiert, aber müssen auch ein bisschen unsere Situation verstehen, dass wir auch viel Aufwand betreiben, um in die gegnerische Hälfte zu kommen. Und es gilt einfach, ruhige und klare Entscheidungen in der gegnerischen Hälfte zu treffen. Und da kann man auch dran arbeiten. Wenn Sie die letzten 14 Tage verfolgt haben und auch das Testspiel gegen Bochum, war der Hauptfokus aber auch auf der Defensive. Wir haben gute Balleroberungen gehabt, wir haben auch den Gegner unter Druck gesetzt und in der Reihenfolge bearbeiten wir es. Umso ernüchternder ist, dass wir das Spiel nicht zu Null gespielt haben, weil ich glaube, zu Null hätten wir heute auf jeden Fall verdient gehabt. Nächste Frage kommt wieder von Sebastian Hochreiner. Nun steht ja am Dienstag ein Nachholspiel an, das tabellarisch auch gar nicht so unwichtig ist für Sie. Jetzt kann es passieren, dass Sie erstmals auf den Relegationsplatz geraten. Ist das ein Zeichen dafür, dass die Situation noch prekärer wird oder sehen Sie jetzt eher die bessere Leistung und sagen, ich sehe uns auf den richtigen Weg? Beides. Die Situation ist sehr ernst, sehr prekär und Sie haben die Tabellensituation angesprochen. Das bringt nicht so viel, jetzt jederzeit oder immer auf die Tabelle zu gucken und was passiert, wenn andere Gegner wie spielen. Müssen das schon selber in die Hand nehmen und umso enttäuschender ist ja das Ergebnis heute und umso frustrierender, dass wir nach einer guten Leistung das nicht gemacht haben. Aber beides, wir nehmen das sehr ernst und gleichzeitig gilt der Blick nach vorne. Patrick Scherer, bitte. Wie Sie haben schon gesagt, ein sehr herber Nackenschlag. Wie brutal ist das denn jetzt wirklich? Ich meine, Sie haben sich zwei Wochen auf dieses Spiel hier vorbereitet. Man hat den Schwung gemerkt und so ein Nackenschlag. Sie persönlich,
Wie können Sie den verarbeiten oder wie können Sie auch helfen, der Mannschaft den zu verarbeiten? Wie mental stark muss eine Mannschaft sein, um sowas wegzustecken? Wir müssen mental stark bleiben, wir müssen cool bleiben, wir müssen trotzdem uns mit den Dingen beschäftigen, die wir nicht gut gemacht haben. Wir dürfen das jetzt nicht schönreden oder Themen wegwischen, die wir natürlich heute auch gesehen haben. Aber Sie haben schon richtig beschrieben, dass es muss jetzt auch relativ zügig weitergehen. Da muss jetzt auch mal ein, zwei Tage Ruhe rein und auch mit der Situation jeder für sich umgehen. Aber mit dem ersten Trainingstag in der neuen Woche geht es dann auch wieder nach vorne. Aber das ist ja dann auch meine Aufgabe und ich bin da relativ klar und können sich versichert sein, dass es nächste Woche dann auch wieder voll mit Energie losgeht. Aber jetzt sind wir schon sehr enttäuscht. Haben wir noch eine Frage? Ja, Pascal Biedenweg ist mit dabei jetzt für die Rheinische Post. Ja, servus. Ich bin leider ein bisschen zu spät reingekommen. Deswegen, falls die Frage schon gestellt wurde, tut mir leid. In der letzten Aktion, Ao Tanaka, der Ballverlust. Wie bitter ist das, wenn man so einen Jungen dann reinbringt und dann tut natürlich dann schon weh, mit der letzten Aktion im Spielaufbau den Ball so zu verlieren? Ich kann mich an einige Szenen erinnern, wo wir nach Fehlern Gegentore bekommen haben. Und das war sicherlich heute auch ein Fehler. Wir können es danach noch weiterhin verteidigen. Das gehört dann dazu. Und das ist auch unsere Aufgabe, gemeinsam als Mannschaft jeden Einzelnen mitzunehmen und da gar nicht so sehr Zweifel aufkommen zu lassen. Individuelle Fehler gehören dazu. Das war heute auch der Fall. Und von daher ist das auch erklärbar, dass wir noch ein Gegentor bekommen haben. Aber das werden wir wie bisher auch gut mit ihm und mit allen Beteiligten hinbekommen. Patrick Scherer, bitte. Die nächsten Wochen werden natürlich jetzt weiter sehr, sehr richtungweisend und es ist immer mehr Druck auf dem Kessel. Es wird auch wieder kein Tor erzielt. Wie hoffnungsfroh gucken Sie denn jetzt Richtung Samstag Sonntag auf die Aufgabe gegen Schalke und was danach so ansteht? Ich habe es gerade versucht zu erklären. Also jetzt kurzfristig ist das auch schwer. Also das muss auch legitim sein, da jetzt mal ein bisschen enttäuscht zu sein und das zu verarbeiten. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, ab nächste Woche geht es natürlich wieder los. Da werden die Ärmel hochgekrempelt und dann ziehen wir auch die Dinge, die wir gut gemacht haben, raus. Aber ja, wegweisend oder mittelfristig, langfristig. Es geht tatsächlich darum, jetzt kurzfristig Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zu bearbeiten und dann das Schalke-Spiel und alles Weitere kommt dann danach. Sind wir dann damit durch? Ich sehe kein Handzeichen mehr. Das ist so. Vielen Dank für die Beteiligung bis hierhin. Und dann geht es gleich weiter mit Holstein Kiel. Ja, und wir wünschen unseren Gästen eine sichere und gute Heimfahrt. Danke. Ja, herzlich willkommen zur heute zweigeteilten Pressekonferenz nach dem Heimspiel Holstein Kiel gegen Fortuna Düsseldorf. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil mit unserem Chefcoach Marcel Rapp. Marcel, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, hallo in die Runde. Also muss man nicht drum rum machen. Ich glaube, es war ein glücklicher Sieg, den wir gerne mitnehmen, wo die Mannschaft, glaube ich, eine großartige kämpferische Leistung gegen einen sehr guten Gegner auf den Platz gebracht hat. Wo wir zu Beginn des Spiels ein bisschen Probleme hatten gegen den Ball durch die abkippenden Spitzen von Düsseldorf, wo wir dann oft keinen Zugriff hatten, keinen richtigen. Und trotzdem habe ich auch in der ersten Halbzeit nicht so viele Chancen gesehen für Düsseldorf. Ich habe dann gesehen, klar, wo der Tom Dähne den Fehlpass spielt, das 1 gegen 1, dann nochmal einen Schuss und nochmal eine Hereingabe. Aber alles in allem war es ein chancenarmes Spiel. Ich glaube, wir hatten, wenn man es jetzt mal objektiv betrachtet, gefühlt fast gar keine Chance in der ersten Halbzeit. Wenn ich es aus Trainersicht sehe, habe ich ganz viele Angriffe gesehen, die hätten erfolgsversprechend sein können, wenn wir so den letzten Pass besser gespielt hätten, wenn wir ein bisschen besser Position gehabt hätten, dann hätten wir da durchaus zu Torchancen kommen können. Zweite Halbzeit war es dann, glaube ich, ein sehr ausgeglichenes Spiel, eher so auf unserer Seite. Ich glaube, für einen neutralen Zuschauer jetzt nicht so prickelnd anzugucken. Und trotzdem gab es viele Zweikämpfe, wir haben es, glaube ich, defensiv besser im Griff. Auch da gab es sehr wenig Chancen. Ja, und dann kommt der Sonntagsstoß von Jonas Sterner, wo ich sage, ja, sehr glücklich. Aber wenn man jetzt aus Holstein-Kiel-Sicht die Saison betrachtet, wo man sagt, in Heidenheim haben wir genau wegen so einem Schuss verloren, jetzt haben wir heute das Spiel gewonnen wegen so einem Schuss, dann gleicht sich es dann doch irgendwo wieder aus, wo sich jetzt aber Düsseldorf nichts davon kaufen kann. Dankeschön. Ja, danke Marcel. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen der Kollegen von der Presse. Erste Frage kommt direkt von Oliver Jensen. Ja, hallo Herr Rapp. Jetzt haben Sie sich doch sehr weit von den Abstiegsplätzen entfernt. Ich glaube, 13 Punkte bis zum direkten Abstiegsplatz und 8 oder so bis zu den Relegationsplatz. Wie gut tut das, dass man da jetzt an sich gar nicht mehr so richtig drauf gucken muss, zumindest vorerst nicht? Ja, wir haben es jetzt schon öfters betont, dass wir der Situation schon bewusst sind oder auch waren, immer noch sind, auch vorm Spiel. Und trotzdem haben wir auch gesagt, der Fokus gilt ganz klar so, wie spielen wir Fußball? Welche Leistung bringen wir auf den Platz? Wie sind die Tugenden? Und ich glaube, jetzt heute haben wir kämpferisch, finde ich, total überzeugt, haben uns ins Spiel reingebissen und haben es dann so auf Augenhöhe gestaltet, zum Schluss sogar noch für uns auf unsere Seite gedreht.
Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich oder war auch schon vor dem Spiel sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Es geht einfach darum, im Training immer die Grundlagen zu legen. Das machen wir. Und dann kommen dann auch solche Spiele raus. Und dann belohnen wir uns auch mit Punkte. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen? Dann bitte ich um das virtuelle Handzeichen. Björn Glock. Wir können dich nicht verstehen. Ja, ich hatte auch noch gar nichts gesagt. Ja, hallo, erstmal eine Runde Glückwunsch, Marcel, für den Sieg. Wahrscheinlich hattest du auch nicht mehr mitgerechnet. Da hatte, glaube ich, kaum noch jemand mitgerechnet. Und jetzt mal, ohne dass man den Jungen irgendwie jetzt in den Himmel heben will, aber was hat er sich eigentlich heute verdient? Also wenn man das Tor betrachtet, dann hat er sich verdient, weiß ich nicht, 2 freie Tage vielleicht, keine Ahnung. Wenn man seine Spielleistung betrachtet, und ich glaube, da geht es dann ja auch darum, um junge Spieler weiterzuentwickeln, da muss man sagen, war es heute kein so gutes Spiel von ihm, ein bisschen wieder runterholen. Und daran arbeiten wir. Ich meine, der ist 18, 19 Jahre alt. Es ist klar, dass der jetzt nicht gegen Düsseldorf da reinkommt und vielleicht irgendwie die Sterne vom Himmel spielt, so wie gegen St. Pauli. Wir sind ein guter Spieler, wo wir wissen, dass er sehr viel Potenzial hat, den wir versuchen zu fördern, der auch Lust hat, besser zu werden. Ich glaube, um das geht es, dass er lernfähig ist, dass er lernwillig ist vor allen Dingen und dass er das Potenzial hat, auch so ein super Tor zu schießen, weil wie heute, das habe ich jetzt im Training noch nicht gesehen, aber ich habe im Training schon einige gute Aktionen und einige gute Tore von ihm gesehen. Das wissen wir und das bringt er jetzt halt auf den Platz. Ob ihm so ein Tor nochmal gelingen wird, es ist ihm zu gönnen, aber ich weiß es nicht. Dann die nächste Frage bitte von Andreas Geidel. Versteht man mich? Ja. Gut. Glückwunsch Marcel auch von mir zum Sieg. Du hast es eben gesagt, kämpferisch eine gute Leistung, vielleicht teilweise sogar eine sehr gute, spielerisch bestimmt nicht so, was du dir erwartet hast. Ist es manchmal auch so, dass der Wert eines Spielers sich dann auch daran widerspiegelt, wenn er nicht spielt? Bezieht das auf Alex Mühling im Mittelfeld, der vielleicht in der einen oder anderen Situation heute vielleicht in Sachen Kreativität oder Passgenauigkeit in der letzten Zone vielleicht gefehlt hat? Ja, ich glaube, es liegt ja auch ein Stück weit immer am Gegner, so wie fußballerisch, wie einfach oder wie schwer das ist, fußballerische Lösungen zu finden. Wenn man dann irgendwie gegen einen kompakten Gegner spielt, der auch aggressiv dann verteidigt, ist es ja auch dann noch nicht ganz so einfach, sich immer durchzukombinieren. Und über Alex Mühling haben wir ja schon im Vorfeld gesprochen. Ich meine, Alex Mühling ist jetzt gefühlt schon eine Ewigkeit hier im Verein. Der ist gefühlt schon immer Stammspieler hier. Und das hat ja auch einen Grund, warum er immer Stammspieler ist. Ja. Und jetzt hat er heute nicht gespielt. Und die anderen Jungs haben es trotzdem sehr gut gemacht. Kämpferisch gut, haben auch versucht, fußballerisch Lösungen zu finden. Aber nochmal, Alex Mühling ist ein sehr guter Spieler. Und ich bin froh, dass er nächste Woche dabei ist. Ja, dann frage ich in die Runde. Weitere Handzeichen sehe ich aktuell nicht. Gibt es noch Fragen? Dann bitte ich einmal um das virtuelle Handzeichen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Doch, Oliver Jensen, noch mit einer Nachfrage. Ja, fehlt noch gerne ein Satz zu Fried, der eingewechselt wurde. Hat nicht den großen Abschluss gehabt, aber kämpferisch eigentlich ganz gut. Mal einen Ball festgemacht hier und da. Wie haben Sie ihn heute gesehen? Ja, genau so. Also ähnlich wie gegen Regensburg, nur dass er jetzt ein paar Minuten länger gespielt hat. Sind dann schon Spiele, wo das kann er schon so Bälle festmachen, aber trotzdem hat er noch viel mehr Qualitäten, dass er mal im 1 gegen 1 vorbeigeht, dass er torgefährlich wird, ist natürlich jetzt schwierig, wenn wir 50 Meter haben noch, um hinter die Kette zu kommen und keine Mitspieler mitgehen. Aber deswegen, er haut sich voll rein, hat viele Bälle gesichert, er war agil, hat auch gut verteidigt, das ist ja auch immer ein Parameter für eine Leistung. Und deswegen, glaube ich, haben wir da einen sehr guten Spieler verpflichtet. Ja, dann frage ich noch einmal, ob es weitere Handzeichen gibt. Das scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Dann geht es für Holstein Kiel schon am kommenden Freitag gegen Aue weiter, 18:30 Anstoß. Und dann wünschen wir hier aus dem Holstein-Stadion erstmal einen schönen Restsonntag. Ciao. Tschüss.